Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den ersten ORF-Sommer-Nachgesprächen 2022 hier auf ORF3. Wir wollen in den kommenden etwa 45 Minuten analysieren und darüber diskutieren, was wir soeben von NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger gehört und gesehen haben, und zwar mit folgenden Gästen. Ich begrüße Hans-Peter Haselsteiner, NEOS-Unterstützer, Unternehmer und ehemaliger Politiker des Liberalen Forums. Guten Abend. Guten Abend. Den Journalisten Josef Fotzi. Michael Bammesberger, Karikaturist beim Kurier. Abend. Raffaella Singer aus der ORF3 Innenpolitik-Redaktion. Guten Abend. Und zur wirtschaftspolitischen Analyse und zur Frage, wie effizient und wie finanzierbar die heute vorgestellten Ideen und auch andere, über die wir in den vergangenen Wochen gesprochen haben, sind, spreche ich dann später in der Sendung mit Klaus Neusser, dem Leiter des Instituts für höhere Studien. Ja, und wenn Sie zu Hause mitdiskutieren wollen, dann lade ich Sie herzlich dazu ein. Sie können das auf Twitter gerne machen unter dem Hashtag, den Sie gerade eingeblendet sehen, ORF3SNG, SNG für Sommernachgespräche. Ja, Michael Bammesberger, Sie veröffentlichen morgen im Kurier eine Karikatur, in der Sie Antworten auf die Frage geben, die Sie selbst stellen, nämlich, wer sind die NEOS wirklich? Das wollen wir gleich auflösen. Aber bevor wir Sie das auch durch Sie auflösen lassen, möchte ich gleich einmal mit Ihnen jetzt in der Runde beginnen und mit Raffaella Singer anfangen. Nach dem, was wir von Beate Meindl-Reisinger heute gehört haben, wofür stehen denn die NEOS im August 2022? Ich glaube, wir haben heute eine Parteichefin gesehen, die durchaus darstellen wollte, dass die NEOS fähig sind zu regieren und dass sie auch fähig sind, die großen Krisen im Land zu lösen. Allerdings mit dem Wermutstropfen, dass die Kritik heute mehr Raum eingeräumt hat als konkreten Lösungsvorschlägen. Josef Fotzi, wie sehen Sie das? Ja, die Kardinalfrage, glaube ich, diesen Tagen ist, wer bringt uns gut durch die Krise? Wem traut man es zu? Und ich glaube, das hat Beate Meindl-Reisinger wieder einmal geschafft, sich als kompetent und als eine sehr feurige Politikerin, die was will, darzustellen. Was ihr weniger gut gelungen ist, dass sie im Detail ihre Vorschläge erläutern konnte. Also ich glaube, vor allem das Kapitel Wirtschaft, wo sie versucht hat, ihr Modell, nämlich dass man die Lohnkosten senkt und nicht irgendwie Almosen verteilt an alle, das ist, glaube ich, bei der Mehrzahl der Menschen nicht gut drüber gekommen, weil es einfach sehr komplex ist. Aber die Grundbotschaft, ich will und ich kann's, ist rübergekommen. Krisenzeiten natürlich für Oppositionsparteien immer schwierig, weil einerseits man muss und möchte die Regierung kritisieren, andererseits verlangen und fordern die Menschen zu Hause Lösungen ein. Wie gut ist das aus Ihrer Sicht gelungen? Ich glaube, Beate Meindl-Reisinger ist da generell gut, weil sie schafft einen Spagat, sich selbst und ihrer Überzeugung nicht untreu zu werden, aber trotzdem konstruktive Vorschläge zu machen, die nicht populistisch sind, die nicht auf Mehrheitsmeinung abzielen, nicht einmal die eigene Parteimeinung sozusagen so 100% in den Vordergrund stellt. Sie lässt Debatten zu, sie lässt Diskussionen zu. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was ja die österreichische Politik seit vielen Jahren vermisst. Weil es wird ja keine Streitkultur oder Debattenkultur, ist ja nach meinem Empfinden und nach meiner Wahrnehmung seit vielen Jahren nicht mehr zu registrieren. Und Beate steht für alles das und dafür gehört der große Respekt. Sie, Michael Bammesberger, bieten morgen im Kurier mehrere Varianten an, die wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Die Karikatur ist unterschrieben mit dem Satz ideologische Einordnung der NEOS. Schwierig. Jetzt schauen wir uns einmal an, was Sie da herzeigen. Wir sehen es jetzt eingeblendet und für alle, die es vielleicht nicht ganz genau lesen können, folgende Varianten. ÖVPler mit Klappfahrrad ist eine Möglichkeit, christlich-soziale Atheisten, Sozialisten mit zu hohem Einkommen, Kommunisten, die ganz falsch abgebogen sind, Grüne mit Porsche, FPÖler mit menschlichem Antlitz oder irgendwie all das zusammen und nix. Welcher Beschreibung, die Sie da ausgewählt haben, bevor Sie das Gespräch natürlich gesehen haben, hat Beate Meindl-Reisinger denn heute am ehesten entsprochen? Naja, diese Schwierigkeiten der ideologischen Einordnung der NEOS, die Sie von Anfang an gehabt haben, auch wo Sie herkommen, historisch und überhaupt, glaube ich, die Schwierigkeiten für Liberale in Österreich, die eine kurze Geschichte erst haben, ist es eben schwierig einzuordnen. Ich meine das ganz ernst. Sie sind ja auch irgendwann einmal von der FPÖ hergekommen. Es ist heute ewig her und
Man hat heute gesehen, dass da gar nichts mehr Verbindendes da ist. Aber diese Generation ist doch auch eine Sezession von der ÖVP in wichtigen Funktionen. Beate Meindl-Reisinger selber. Aber ich habe mich eher damit auseinandergesetzt, wo kommt das Klientel her, wo kommen die Leute her, die Neos wählen sollen, ideologisch. Sie haben alle Parteichefs und Parteichefinnen da irgendwie mit reingenommen als in die Karikatur. Für das Eck, wo sie herkommen. Ja. Aber als letztes Bild sieht man dann schon Beate Meindl-Reisinger. Wie würden Sie denn jetzt unabhängig natürlich von Ihren Äußerlichkeiten, wie würden Sie denn als Zeichner sagen, was ist denn in Ihrer Politik am charakteristischsten? Ja, ich glaube, es kommt auch in dem Bild vor, die Neos sehen sich selber jetzt als die Mitte oder in der Mitte. Das stimmt auch, glaube ich, ja. Die Frage ist halt nur, wie breit ist diese Mitte und jede Partei will in der Mitte sein, dort sind die meisten Wähler, das wissen wir, aber an dem mangelt es nicht sozusagen, an dieser Ausrichtung bei den Neos, es mangelt eher noch an der Breite und das ist eben auch eine ideologische Frage, mit der ich mich da beschäftigt habe heute. Ansonsten habe ich Beate Meindl-Reisinger heute wieder gesehen, wie sie ist, also eine taffe, sehr überzeugende Politikerin. Heute vielleicht sogar ein bisschen zu taff, ein bisschen zu wenig emotional und vielleicht hat sie ein bisschen vergessen, heute auch eine andere Seite zu zeigen als die der stringenten Parteichefin. Gut, dann kommen wir von der Zeichnung jetzt zu den Inhalten, kommen wir zu den Antworten, die wir heute gehört haben und vielleicht auch zu denen, die wir nicht gehört haben. Ich begrüße Klaus Neusser, den Leiter des Instituts für höhere Studien. Guten Abend. Danke Ihnen fürs Kommen. Die Perspektiven für die kommenden Monate, das haben wir auch im Gespräch gesehen. Tobias Bötzelsberger hat gesagt, er hat sich eine Heizunterstützung gekauft und auch Frau Meindl-Reisinger hat gesagt, sie hat schon im März Holzpellets bestellt. Das alles deutet natürlich darauf hin, dass das kein lustiger Herbst, kein lustiger Winter werden wird. Das muss man leider auch an so einem Sommertag wie heute sagen. Worauf müssen wir uns denn wirklich einstellen? Also ich denke, dass die Situation nicht so schlimm ist, wie oft befürchtet wird, dass sehr viel Angst da ist, die oft vielleicht gar nicht so begründet ist. Also mehr Optimismus würde, glaube ich, uns allen gut tun. Die Wirtschaftslage ist momentan gut. Also es gibt Branchen, die Arbeitskräfte verzweifelt suchen. Der Beschäftigungsstand ist hoch. Es geht uns eigentlich gar nicht so schlecht im Moment. Es ist einfach die Angst, was die Zukunft bringen wird, die das treibt. Und da finde ich, ein bisschen Optimismus wäre ganz gut. Das ist jetzt wahrscheinlich als Staat gesprochen, ja. Es geht uns gut, aber vielen Menschen geht es eben nicht so gut. Ja. Die Inflation von etwa 10% frisst sehr viel auf. Genau. Gleichzeitig natürlich die Ängste, die Sie angesprochen haben. Man sieht es an der Zapfsäule, man sieht es an den Energiekosten. Also das drückt schon sehr. Beate Meindl-Reisinger hat vorgeschlagen, über die Lohnkosten, Lohnnebenkosten und Löhne gegenzusteuern. Und was sie dazu gesagt hat, das hören wir uns jetzt gemeinsam noch einmal an. Okay. Wir wünschen uns, dass die Löhne ordentlich steigen, weil wenn es so eine Inflation gibt und außerdem muss man sagen, gibt es Branchen, gerade im Dienstleistungsbereich, die haben durchaus, sieht man ja auch Fachkräftemangel, also da können die Reallöhne durchaus mal auch ordentlich steigen. Was ist ordentlich? Die Arbeitgeber, die Arbeitgeber haben natürlich, gerade auch übrigens im Dienstleistungsbereich, schon das Thema, dass sie jetzt aus einer Phase der Pandemie kommen, also teilweise eh schon finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, genauso übrigens mit steigenden Energiepreisen konfrontiert sind und das auch stemmen müssen. Und es gibt ja auch viele, die warnen zu Recht vor dieser sogenannten Lohnpreisspirale. Noch einmal, der Staat kann ja einiges tun. Ich habe vor dem Sommer gesagt, also mindestens 5 Prozentpunkte. Wenn wir 8% Inflation haben, ist das Mindeste, dass man sagt, 5 Prozentpunkte runter mit den Lohnnebenkosten. Jetzt haben wir eine Studie beauftragt, die ist gekommen. Und die kommt zu dem Schluss, dass Österreich auf Platz 5 höchste Lohnnebenkosten hat in der OECD. Und wenn wir sozusagen vergleichen würden uns mit einem anderen Land der Größe, dann gäbe es hier, um auf diesen Durchschnitt zu kommen, ein Potenzial von 12,5 Milliarden Euro. Jetzt haben wir das Institut auch noch zur Entlastung. Das ist enorm viel. Das wären 10 Prozentpunkte. 10 Prozentpunkte von 30%, die jetzt raufgeschlagen werden auf die Lohnkosten, Lohnnebenkosten, wären das dann nur noch 20%. Und ja, da wäre meine Erwartungshaltung, dass das in die Lohnverhandlungen dann auch, sagt man, auch die Arbeitnehmerseite sagt, Moment einmal, aber ihr seid jetzt entlastet worden, jetzt ist der Spielraum größer.
So, da hat uns jetzt die Oppositionspolitikerin einiges vorgerechnet. Was sagt der Wirtschaftsforscher dazu? Ja, zuerst muss man sagen, dass die Regierung ja in diesem Bereich schon etwas beschlossen hat. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit von Sonderzahlungen von 2.000 Euro und wenn man eine Betriebsvereinbarung macht von 3.000 Euro, die sowohl günstig ist für den Arbeitnehmer als auch für den Betrieb. Also das wäre ein bisschen in diese Richtung. Das andere ist mit den Nebenkosten, es ist ein Irrtum zu glauben, dass das immer 1:1 weitergegeben wird. Wer letztlich die Nebenkosten zahlt, der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber, hängt eben nicht davon ab, wo das eingehoben wird, sondern es hängt davon ab, wie stark die Nachfrage bzw. das Angebot für diese Art von Arbeit oder für diese Tätigkeit ist. Was die NEOS nicht wollten in der Vergangenheit und weiterhin nicht wollten, sind diese diversen Deckel, die zum Beispiel die SPÖ fordert, also einen Treibstoffdeckel, einen Mietpreisdeckel. Ja. Beate Meinl-Reisinger sagt, das bringt nichts. Hat Sie recht? Ich denk schon. Also gerade also beim Benzin oder bei den Treibstoffen muss man ehrlich sagen, dass vor 10 Jahren die Treibstoffpreise höher waren, wenn man die Inflation berücksichtigt. Also jetzt ist auch der Preis so wieder gesunken an der Zapfsäule. Also da sehe ich nicht das große Problem. Das große Problem ist sicher das Gas und der Strom, aber der Benzinpreis nicht, obwohl der emotional vielleicht mehr im Vordergrund steht. Gas und Strom ist ein gutes Stichwort, das uns zu einem weiteren Ausschnitt bringt. Beate Meinl-Reisinger möchte den Strom vom Gaspreis entkoppeln und über das wollen wir auch gleich reden. Schauen wir aber mal erst, was sie gesagt hat. In Österreich ist der Großteil der Energieversorger in staatlicher Hand. Also da jetzt so zu tun, als hätte man als Staat überhaupt keine Einflussmöglichkeit, verstehe ich absolut nicht. Ich würde in einem ersten Schritt einmal übrigens auch die Bundesländer, die Eigentümervertreter, weil das ist ja Niederösterreich und Kärnten und Salzburg etc., zusammenfassen und sagen, so, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, und da soll sich Österreich dafür einsetzen, dass der Strompreis vom Gaspreis entkoppelt wird. Das ist das sogenannte Merit Order. Auf europäischer Ebene. Genau, aber das sollte auf europäischer Ebene gemacht werden und noch habe ich nicht eine offizielle Position oder eine Aussage der Bundesregierung gehört, dass man sich auch dahingehend einsetzt. Das würde bedeuten, dass man in irgendeiner Form die Gaspreise oder die Gaskraftwerke stützt, sei es durch staatlichen Einkauf von Gas oder und damit aber Strom aus Wasserkraft, Strom aus Photovoltaik, wieder sozusagen die Übergewinne, ja? Naja, dann haben sie nicht so viele Übergewinne. Das könnte der Staat machen, sagt Beate Meinl-Reisinger. Soll der Staat das machen? Ja, mit dem Merit-Order-System ist vielleicht ein bisschen eine Verwirrung. Es ist zwar richtig, dass in Österreich das durch den Gaspreis bestimmt wird, aber in Deutschland ist es die Kohle zum Beispiel. Weil es geht darum, also der Preis wird durch dieses Kraftwerk bestimmt, das am teuersten ist. Und in Deutschland ist es eben die Kohle und bei uns ist es das Gas. Das heißt, es ist auf europäischer Ebene da durchaus schwierig, eine Einigung zu finden. Also da wäre ich jetzt nicht so optimistisch. Ein Thema war auch die Sache mit den Lebensmitteln, die auch immer teurer werden, die jeder Mensch sieht, der mal beim Supermarkt einkauft derzeit. Jetzt kann man vielleicht beim Treibstoff sparen, muss man sagen, auch nicht jeder natürlich. Aber niemand kann aufs Wohnen, aufs Heizen und aufs Essen verzichten. Ja. Was könnte man denn tun, um bei den Lebensmitteln ein bisschen einzubremsen? Naja, ich glaube, dass das, was das Gebot der Stunde ist, dass man eben die Gruppen in der Gesellschaft, die jetzt hier wirklich am Anschlag sind, dass man die finanziell unterstützt und nicht versucht, über den Preis das zu regeln, sondern dass man eben die Mindestsicherung oder andere Transferzahlungen eben an die Inflation anpasst. Das wird auch, glaube ich, bei 1. Jänner geschehen, soweit ich informiert bin. Also das sind sicher wesentlich effektivere und auch sozial treffsicherere Maßnahmen, als einfach für alle den Butterpreis zu subventionieren. Solche Einmalzahlungen hat die Regierung für Familien avisiert und schon zum Teil in die Wege geleitet für Pensionistinnen und Pensionisten. Aber kann man mit Einmalzahlungen der Krise wirklich gut Paroli bieten? Nein, sicher nicht. Aber sagen wir, bei den Pensionisten oder wenn dann die Valorisierung der Transferzahlungen kommt, das wäre ja dann bleibend. Das wäre dann keine Einmalzahlung. Der Bund ist ja nicht für alles zuständig. Viele Bereiche, etwa das Wohnen, fällt in den Kompetenzbereich der Länder. Und da landen wir wieder einmal beim Föderalismus, wie so oft. Wie kann man denn unter diesen Umständen Föderalismus sicherstellen, dass allen Menschen in Österreich wirklich gleichmäßig geholfen wird? Oder kann man das gar nicht?
Also es ist sicher sehr schwer, wie die Pandemiebekämpfung gezeigt hat, ist das, also sind die Länderinteressen nicht immer die des Bundes oder und umgekehrt. Also da sehe ich jetzt keine wirkliche Möglichkeit, also dass man da schnell zu einem Ziel kommt. Eine Föderismusdiskussion wäre sicher angebracht, dass man hier wieder mal überdenkt, was die Kompetenzen in den Ländern und im Bund sind. Das ist schon ein Bumerang, dieses Thema. Das kommt immer wieder. Aber ich glaube, es wäre wirklich einmal Zeit, dass man da mal Nägel mit Köpfen einschlägt. Die Pandemie wäre eine Möglichkeit, wo man wirklich das gesehen hat. Das war für jeden offensichtlich. Und da könnte man jetzt wirklich einmal sagen, okay, da könnte man was machen. Frage noch zum Energiebereich. Wir hören schon seit Wochen und Monaten eigentlich, wir brauchen Alternativen zu russischem Gas. Ja. Wenn das so einfach wäre, hätten wir sie wohl schon. Sehen Sie solche Alternativen und welche, die so schnell sozusagen nach Österreich fließen könnten, dass wir uns gar keine Sorgen machen müssen? Naja, also so schnell wird das nicht gehen. Es gibt natürlich mehrere Versuche. Also mit dem Flüssiggas ist eine Variante, da fehlt es aber wieder an den Terminals in Deutschland und die Zuleitung. Also es ist alles, gerade beim Gas, eine relativ komplizierte Sache. Beim Erdöl ist es wesentlich einfacher, weil es auch viel mehr Lieferanten gibt und eben auch die Infrastruktur da ist. Ne? Diese Energiepreise drücken ja nicht nur auf das Budget von allen Haushalten in Österreich, sondern natürlich auch auf Unternehmen, die horrende Energiekosten zum Teil zahlen müssen. Nun sind Unternehmen auch Arbeitgeber. Mhm. Muss man befürchten, dass das über kurz oder lang auch Auswirkungen am Arbeitsplatz hat, dass einfach sich viele das nicht mehr leisten können, ihren Mitarbeiterstab zu halten? Also es ist meiner Meinung nach sicher so, dass wir in einer Umbruchphase sind. Also jetzt nicht nur wegen dem Ukraine-Krieg, sondern wir wollen ja eigentlich weg von den fossilen Energieträgern. Das ist jetzt einfach beschleunigt und einfach brutal hereingebrochen. Aber das ist eigentlich unser Ziel. Und das heißt eben auch, dass gewisse Produktionen oder gewisse Arten zu produzieren einfach nicht mehr rentabel werden. Und wir umsteigen müssen eben auf Alternativen, also grün Wasserstoff oder eben erneuerbare Windkraft, Solar, also you name it. Also es gibt Alternativen, die muss man jetzt eben verstärkt forcieren. Herr Professor Neusser, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Sie werden uns durch die kommenden Wochen auch immer wieder begleiten. Danke für heute. Vielen Dank. Ja, Dr. Haselsteiner, liberale Parteien wollen traditionell weniger Staat. Nun haben wir von Beata Meinl-Reisinger schon Vorschläge gehört, wo man den Staat ein bisschen mehr zur Hilfe rufen könnte. Wenn die Gefahr so groß ist, dass Menschen sich überlegen, wo sie Essen herkriegen, wie sie heizen, damit sie nicht mehr frieren sollen, ist es dann nicht eigentlich logisch, dass man sagt, der Staat muss mehr eingreifen? Naja, es gibt ja mal ein paar unverrückbare Dinge, die für einen Liberalen, und das kommt ja bei Beate Meinl-Reisinger auch immer deutlich zum Ausdruck, die unverrückbar sind. Also Eingriffe in die persönlichen Freiheits- und Menschenrechte gibt es einfach nicht. Die sind auch nicht diskutierbar. Es gibt aber natürlich jetzt wirtschaftliche oder auch gesundheitliche Notsituationen, die wir ja nie hatten, wo wir keinen Erfahrungswert haben, wo es eben eine große Verantwortung ist und gerade für die Liberalen eine schwierige Abwägung zwischen diesen Grundsätzen, die wir hochhalten, und der Notwendigkeit, davon abzuweichen. Und ich glaube, dass gerade Beate Meinl-Reisinger ja viele Male bewiesen hat, dass sie diese Abwägung vornimmt und dann auch sich nicht scheut, einen Standpunkt einzunehmen und zu vertreten und auch dabei zu bleiben, wenn ihr der Wind entgegenbläst, wenn sie der Überzeugung ist, dass es sozusagen in Abwägung ein Übergewicht für den einen oder für den anderen Standpunkt ist. Also was Sie das heute macht gehört liberale haben. Politik aus, das vertritt Meinl-Reisinger wie keine andere. Und ich glaube, dafür verdient sie auch unser aller Unterstützung. Das heißt, Sie sind mit diesem Weg und dieser Abwägung zufrieden? Ich glaube, ich halte das für ein so wichtiges Thema und ich kenne es von so wenigen Politikern, die das machen und die dabei bleiben und die auch die Standfestigkeit beweisen, wenn es vermeintlich ein politischer Nachteil ist. Raffaella Singer, wir haben einen Vorschlag heute von Beata Meinl-Reisinger gehört, der ein bisschen untergegangen ist. Und zwar ging es da um die Kinderbetreuung. Also der Staat nimmt ja mehr Geld ein, dadurch, dass die Teuerung so voranschreitet, kommen auch mehr Steuern natürlich in die Kasse. Und Neos schlagen jetzt vor, dass die Kinderbetreuung für 1- bis 6-Jährige gratis angeboten wird. Das wäre für sehr viele Familien ein sehr, sehr großer Schritt.
Allerdings fragt man sich schon, wie man etwas gratis anbieten kann, wo es gar kein nicht gratis, also kostenpflichtiges Angebot gibt. Sprich, es gibt für viele Menschen keine Kinderbetreuung in Österreich. Dort kann es also nicht gratis geben. Wie soll das gehen? Ja, also die Kinderbetreuung ist ja in Österreich Ländersache, das immer wieder beim Föderalismus. Deswegen ist es relativ schwierig, einen Überblick zu bekommen über die Bundesländer. Das ist ganz unterschiedlich ausgebaut in den unterschiedlichen Bundesländern, die Kinderbetreuung. Ein großes Problem hat Österreich sicher nach wie vor bei den ganz Kleinen. Das hat auch Beate Meilen-Reisinger gemeint, dass man schon bei den 0- bis 3-Jährigen zum Beispiel anfängt. Da hat Österreich nur eine Betreuungsquote von ca. 30%. Das ist sehr wenig, auch im EU-Vergleich. Dänemark hat da beispielsweise eine Quote von fast 70%. Also da gibt es durchaus noch Aufholbedarf. Die Frage ist ein bisschen, wenn Beate Meilen-Reisinger sagt, man muss jetzt einfach viel Geld ins System pumpen, was sicher das auch besser macht, keine Frage. Aber natürlich braucht man auch das Personal. Und wir haben es gehört bei den Protesten der Kindergartenpädagogen, dass eben nur mehr Geld nicht ausreichen wird, sondern es geht auch schlicht um die Qualität, nämlich um die Betreuung und um die Betreuungsquote, also die Gruppen der Kinder, also wie groß diese Gruppen sind. Also ich glaube, dass es nicht nur reicht, bei der Quantität anzusetzen, sondern man wird wohl auch bei der Qualität ansetzen müssen, um eben dieses Personal dann auch zu bekommen. Kommen wir zu einer Krise, die uns alle natürlich schon jetzt seit März beschäftigt und die auch Thema, großes Thema heute Abend war, nämlich dem Krieg in der Ukraine. Auch da hat Beate Meinl-Reisinger Position bezogen und zwar sehr, sehr deutlich, was vor allem den russischen Präsidenten anbelangt. Und da schauen wir jetzt kurz rein. Wie reagiert man auf sowas? 2014 hat niemand reagiert. Österreich, und wir haben das sehr kritisch gesehen, hat angefangen vom Bundespräsidenten über damaligen Außenminister Kurz, Putin mit vollen Ehren empfangen. Es wurde gewitzelt darüber, gute Diktatur und so. Und wir haben das damals schon gesagt, Moment einmal, da passiert etwas in der Ukraine, da ist was in der Krim passiert. Wir können doch nicht ausscheren aus dem europäischen Konzert. Und Putin hatte immer das Kalkül, dass es Europa nicht durchhält. Jetzt ist es wichtig, das Stoppschild aufzustellen, weil ich glaube, viele haben noch nicht verstanden, wenn wir jetzt, ich sage mal, Europa muss den Krieg gewinnen, aber man kann ja auch das anders formulieren, Russland darf den Krieg nicht gewinnen in der Ukraine und die Ukraine sozusagen vernichten, weil viele haben noch nicht verstanden, wenn das gelingt, werden weitere blutige Kriege folgen. Ja, Josef Fotzi, Europa versteht sich als Friedensprojekt, als das wurde es begründet. So sieht sich Europa nach wie vor. Nun findet in einem europäischen Land, wenn auch nicht einem EU-Staat, ein Krieg statt. Die Ukraine hat jetzt aber Kandidatenstatus bekommen. Kann das die Antwort eines Friedensprojekts sein, dass man Waffen in die Ukraine schickt, um einen Krieg quasi zu unterstützen? Naja, das ist genau das, was Beate Meilen-Reisinger gesagt hat. Wenn man jetzt nicht ein Stoppschild aufstellt für den Wladimir Putin, der schon in der Krim bewiesen hat, dass er einen Schritt geht und dann den nächsten geht, wenn man ihn nicht stoppt, dann ist es die einzige Möglichkeit, um diejenigen, die sich wehren, nämlich die Ukraine, zu unterstützen, damit sie diesen Krieg möglichst weit so eindämmen, dass es einen vernünftigen Friedensvertrag am Ende geben kann. Weil die Alternative wäre, dass sich ganz Europa oder die ganze Welt in diesen Krieg hineinziehen lässt, um Putin Einlass zu gebieten. Und ich finde, da war sie sehr klar, da war sie sehr authentisch. Und da merkt man, hat man auch gemerkt, dass sie eigentlich die europäischste Politikerin ist im Moment in dem Konzert des Parteienangebots, weil sie dort wirklich mit Herz und Seele für dieses Thema brennt. Ein bisschen habe ich schon hier die künftige Außenministerin und Europaministerin reden gehört in einer möglichen Dreierkoalition. Zur Koalitionsfrage kommen wir dann. Ich glaube, das ist ein Thema, wo sie wirklich brennt und das auch gut rüberbringt. Ich glaube, das ist das typische Beispiel, um bei Hans-Peter Haselstein anzuschließen, wo sie versucht, das Richtige populär zu machen. Es ist ja nicht einfach, so eine Position in Österreich zu vertreten, weil die Sanktionskritik steigt, angeführt von der Wirtschaftskammer, die sagen, naja, wir schneiden uns doch selber ins eigene Fleisch. Und da bewahrt sie eigentlich Position und sagt, wir müssen diese Sanktionen und auch diese Solidarität mit der Ukraine aufrechterhalten, um letztlich das große Projekt Frieden zu wahren. Und da war sie sehr authentisch, auch im Sinne von das Richtige populär machen. Das ist sehr ja eine politische Aufgabe, die nicht sehr einfach ist. Sagen Sie uns ja klar, Michael Bammersberger, hat Sie das überrascht, diese Klarheit? Ich meine, gerade in diesem Bereich, wenn es geht um NATO, wenn es geht um die EU, wenn es geht um Neutralität, ist Klarheit in Österreich oft etwas, was man suchen muss.
Die Klarheit hat mich nicht überrascht, ist nicht ganz neu. Sie hat hier eine ganz klare Linie. Das ist gut so. Was ich ja nicht so abnehme, ist, dass sie schon 2014 hier alles gewusst hat und sie hat es selber später dann bei der Frage nach einem allfälligen politischen Fehler, den sie gemacht hat, ein bisschen relativiert und gesagt, sie hat auch nicht schon vorher gewusst, wie weit und wie stark dieser Angriff durch Putin stattfinden wird. Also die Linie ist jetzt völlig klar. Und sie ist auch gleich verbunden gewesen, und da sieht man wieder, dass sie eine Vollblutpolitikerin ist mit einer heftigen Kritik an denen, die es bis heute sozusagen nicht begriffen haben und die bis heute hier mit Putin und diesen Dingen spekulieren, nämlich an dem angesprochenen Kickl, dem sie, glaube ich, doch sehr sehr, sehr heftig auch entgegengetreten ist. Ja. Wir brauchen eine neue Sicherheitsdoktrin, ist etwas, was wir von Beate Meinl-Reisinger auch schon öfter gehört haben. Nun ist das ein Thema, das gerade Regierende nicht so gern anfassen. Könnte das schwierig werden in Zusammenarbeit jetzt, wenn es eine Koalitionsverhandlung gibt mit SPÖ oder auch ÖVP, dass man da zusammenfindet, weil Neutralität einfach so ein heikles Thema ist? Das ist ganz sicher ein heikles Thema. Ich muss da widersprechen, ich finde ja die Linie gar nicht so klar, weil sie hat in anderen Interviews sehr wohl gesagt, dass sie offen wäre für einen NATO-Beitritt. Das hat sie jetzt heute nicht wiederholt. Sie hat jetzt heute nur von der europäischen Berufsarmee gesprochen, an der sich Österreich beteiligen soll. Also wie konkret die NEOS jetzt dazu stehen, ob Österreich jetzt wirklich der NATO beitreten soll, finde ich jetzt auch heute nicht hervorgegangen, weil im NEOS-Programm steht nach wie vor nur eine Berufsarmee drinnen. Und die ist meiner Meinung nach eher unwahrscheinlicher geworden durch den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO. Denn inzwischen sind fast alle EU-Staaten bei der NATO. Und welches Interesse sollten die EU-Staaten noch haben, Doppelstrukturen aufzubauen? Einerseits auf Ebene der NATO und andererseits auf EU-Ebene. Also ich glaube, dieses Projekt einer europäischen Berufsarmee ist deutlich unwahrscheinlicher geworden. Glauben Sie das auch? Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin ja überzeugter Europäer und habe mir immer gewünscht, dass die Europäer wehrhaftig und wehrfähig werden. Und ich glaube, das können sie. Sie sind wirtschaftlich stark, sie sind von der Bevölkerung her natürlich ausreichend stark, um eine eigene Struktur zu schaffen. Es wurde nur seit 1945 vernachlässigt. Und ich glaube, wenn wir das nächste Mal den Herrn Mr. Trump als Präsidenten haben, dann werden die Europäer gezwungen werden, einen eigenen Weg zu gehen. Und ich muss sagen, ja, was dann die Amerikaner als Hegemonialmacht noch für eine Rolle spielen innerhalb der NATO, da steht zur Diskussion. Ich bin sehr dafür, dass wir die europäische Komponente stärken und uns von den Amerikanern möglichst unabhängig machen. Weil ich glaube auch nicht, dass es Aufgabe der europäischen Politik ist, das amerikanische Geschäft zu besorgen. Ich glaube, wir sollten wirklich selbstbewusst genug werden, um Europa auch verteidigungsfähig, also ich sage immer wehrfähig und wehrhaftig zu machen. Und das geht. Und dafür steht auch Beate Meinl-Reisinger. Ein Thema, das ein bisschen untergegangen ist heute oder nur gestreift wurde und wir ahnen alle warum, was ist das Thema Corona. Wenn ich Sie jetzt nach 2,5 Jahren fragen würde oder bitten würde, dass Sie da irgendwas dazu zeichnen zur österreichischen Corona-Politik, würde Ihnen noch was einfallen oder sind Sie durch mit dem Thema so wie wir alle? Die Leute wollen es wahrscheinlich nicht mehr sehen, ich habe dazu so viel gemacht, aber es war auch erstaunlich, dass das heute kein großes Thema war, es ist angesprochen worden und als Karikaturist ist man immer kritisch. Würde da auch hinschauen, auch rückblickend und sagen, die Regierung, da haben wir ja schon kurz gesprochen darüber, hat auch nicht alles richtig gemacht. Aber ich bin auch mit den Vorschlägen von der NEOS und Meinl-Reisinger da nicht ganz einverstanden gewesen. Ich fand damals, wie sie gerade im Leib- und Magen-Thema Schulen damals in der Pandemie reagiert hat und gesagt hat, da kann man gar nicht eingreifen, da kann man gar keinen Lockdown machen. Kinder sind nicht ansteckend. Also da hat sie kurzfristig schon, finde ich, diesen Pfad, wir schauen, was die Experten sagen und verlassen uns auf das, verlassen. Und das kann man kritisieren, das würde ich schon machen. Modell Eigenverantwortung, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, bei Corona geht sich dann noch was aus, glauben Sie, oder ist auch dieser Zug abgefahren? Inwiefern? Naja, kann man als Politikerin noch darauf setzen, dass die Menschen eigenverantwortlich handeln? Oder haben Sie den Eindruck, wenn Sie in der U-Bahn sitzen? Ich glaube, da muss man mit einer anekdotischen, persönlichen Erfahrung antworten. Ich bin jetzt mehrmals in den letzten Wochen geflogen, war mit meiner Frau und anderen immer der Einzige, der eine Maske getragen hat, obwohl man dort dicht an dicht sitzt und damit rechnen kann, dass man
dass man, wenn jemand da erkrankt ist, angesteckt wird. Also mein Glaube an die Eigenverantwortung ist noch nicht sehr groß. Ich glaube, dass das hier noch eine gewisse Emanzipationsprozess von der autoritären Verfasstheit des Landes in Richtung Eigenverantwortung passieren muss. Also ich glaube auch, dass der Schritt jetzt, aber wenn wir jetzt schon bei Corona sind, mit der Quarantäneaufhebung, glaube ich, ein Griff in die falsche Richtung war. Und ich bin sehr für Eigenverantwortung und ich nehme sie auch dort, glaube ich, auch, wo ich kann, wahr, oder auch andere, die ich kenne, nehmen sie wahr. Aber die Eigenverantwortlichen sind noch in der Minderheit. Die mögen vielleicht die Neos-Wähler, mögen sie vielleicht, oder die Neos-Politiker, mögen vielleicht dem schon näher stehen wie andere, aber wir leben noch in einem sehr autoritäts- und regelhörigen Land. Großer Spagat für Beate Meinl-Reisinger, nicht heute, aber in der Vergangenheit, war natürlich den zwischen der liberalen Haltung und dem Ja zur Impfpflicht. Das kann man jetzt sagen, ist eh erledigt, weil es die Impfpflicht jetzt auch nicht mehr gibt. Hat es eh nie wirklich gegeben, aber gut, die Geschichte ersparen wir uns jetzt alle. Wie geht denn das zusammen? Liberal sein und sagen, ja, wir sind für eine Impfpflicht. Ja, das war ganz sicher eine sehr schwierige Entscheidung für die Neos. Das ist ja auch dem Parlamentsclub damals freigestellt worden, ob sie dafür stimmen oder nicht. Die meisten Neos-Abgeordneten haben sich dann entschieden, doch für die Impfpflicht zu sein. Aber da geraten die Neos sicher mit ihrem Freiheitsbegriff an die Grenzen. Und ich glaube auch, dass das die Corona-Krise dann nicht die einzige Krise, große Krise sein wird, wo das sein könnte. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das bei der Klima-, aber auch bei der Energiekrise sein könnte. Dass wenn jetzt zum Beispiel es vielleicht doch nicht ausreichen wird, dass man den Leuten sagt, bitte tut den Deckel auf den Kochtopf oder macht das Licht aus, sondern dass man irgendwann sagen muss, okay, es reicht nicht aus. Wir müssen die Energie drosseln von der staatlichen Seite, wie die Neos dann dazu stehen. Das könnten auch spannende Debatten werden. Mehr als wir alle hier, die wir mit der Tagesaktualität beschäftigt sind, können Sie natürlich über große Fragen und große Antworten nachdenken, die sich für eine Partei ergeben. Wenn wir jetzt die letzten 2,5 Jahre Revue passieren lassen. Was sind denn für Sie die augenscheinlichsten Baustellen, um auch vielleicht ein bisschen in Ihrer Sprache zu bleiben, die da aufgegangen sind, die man angehen müsste auch? Naja, ich glaube ja, heute sind ja leider die ganz großen Themen, die für die Neos bewegen, nicht zur Sprache gekommen. Föderalismusreform, Bildungsreform, Pensionsreform, um einmal die drei zu nennen. Es gibt da noch viele andere, aber das wären drei Kernthemen, mit denen sich die Neos ja sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Aber natürlich unter dieser Pandemie zuerst, dann unter diesem Krieg oder den Kriegsfolgen, treten natürlich die Dinge in den Hintergrund, aber sie werden nicht weniger wichtig. Und wenn Beate Meindl natürlich heute mit Recht gesagt hat, Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr ist wesentlich. Und es ist eine Investition. Es kostet 2,5 Milliarden, soviel ich weiß, pro Jahr. Also eine enorme Summe. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Investition in die Zukunft. Der Arbeitsmarkt gebietet es, die Frauenrechte gebieten es. Also es gibt so wahnsinnig viele Dinge, wo man sagt, ja, warum tun wir es nicht? Und es gibt europäische Beispiele, die ja weit voraus sind, die Franzosen in allererster Linie. Und die haben natürlich auch andere Geburtenraten und die haben eine andere gaußsche Glocke, was die Bevölkerungsstruktur betrifft. Und das ist etwas, wo wir nacheifern könnten. Und solche Themen sind heute leider zu kurz gekommen, aber ich bin zufrieden. Ich glaube, das Gesamtbild war schlüssig und ich habe auf jeden Fall als überzeugter Liberaler eine große Freude gehabt heute. Ich möchte zu einem anderen Thema noch kommen, zu einem sehr ernsten, das heute auch angesprochen wurde von Beate Meinl-Reisinger. Vor einer Woche hat sich die oberösterreichische Ärztin, Lisa Maria Kellermeier Suizid begangen, nachdem sie sich von Impfgegnern bedroht gefühlt hat, nachdem sie sich von den Behörden alleingelassen hat. Und da hat Beate Meinl-Reisinger pauschal auch ein bisschen Anklage erhoben. Hören wir uns das gemeinsam an. Weder die Polizei, noch die Staatsanwaltschaft, noch die Standesvertretung, die Ärztekammer, die haben sie eigentlich alle im Stich gelassen und das hat was mit ihr gemacht.
Dahinterliegend sehen wir, und das macht mir ganz große Sorge und zunehmend ja auch den Österreicherinnen und Österreichern, diese, wie Sie schon angesprochen haben, Tendenz, dass egal bei welchem Thema man in eine komplette Polarisierung hineinkommt. Also bist du dafür, bist du dagegen? Und ich glaube einfach, Demokratie und gerade solche schwierigen Zeiten sind nicht reduzierbar oft auf die Frage ja oder nein. Jetzt ist das aber kein Phänomen, das nur in Österreich passiert. Das passiert weltweit und wird befeuert von Populisten, die eigentlich meines Erachtens dahingehend ja einen wirklichen Verrat an der Gesellschaft auch machen, weil so kommen wir ja nicht zu Lösungen. Wie ich vorher gesagt habe, wir können nur gemeinsam daran arbeiten, alle uns an der Nase nehmen, dass wir gestärkt rauskommen. Ja, dieser Fall steht symptomatisch für die Spaltung in diesem Land. Wie kann die wieder aufgehoben werden? Ich glaube, dass man, indem man solche Menschen, die aufstehen und Eigeninitiative setzen, Zivilcourage stärkt und nicht Zivilcourage administrativ behindert oder ignoriert. Das ist ja in dem Fall ja wirklich exemplarisch gewesen, dass die Ärztekammer gesagt hat, das ist dein Problem, dass die Polizei hat verlauten lassen, sie macht sich nur wichtig, statt Menschen, die, und das war ja offenbar eine sehr initiative Ärztin, die am Anfang der Pandemie sozusagen ausgerückt ist und als es noch sehr gefährlich war, als Hausärztin Hausbesuche gemacht hat. Ich glaube, dass das einfach dieses Wegducken und diese österreichische Unart, möglichst keine Konflikte einzugehen und Konflikte nicht auszutragen, aber auch Menschen zu stützen in ihren Initiativen, dass das hier manifest geworden ist. Aber gleichzeitig, dass man Hass und nicht mit der gleichen Vehemenz dann mit der gleichen Zivilcourage auch als das benennt, was es ist. Also das ist ein exemplarischer Fall für die immer noch autoritäre Verfasstheit des Landes. Ich frage auch gern den strengen Beobachter von außen, was hat uns bloß so ruiniert, dass es so weit gekommen ist? Ja, das ist sicher ein großes Phänomen, das wir mit dieser Spaltung hier zu tun haben. Ich glaube, ich kann alles, was Berthe Meindl-Reisinger in dem Zusammenhang gesagt hat, finde ich gut, finde ich absolut richtig, auch in der Dosierung, wo sie sagt, naja, es ist eine kompliziertere Sache, aber trotzdem möchte ich meine Kritik da oder dort anbringen, an den Behörden, an der Kammer. Aber wir sind in Österreich und sofort wird ein Vorschlag, der jetzt nicht von ihr gekommen ist, nämlich diese Staatsanwaltschaft hier einzurichten, von ihr abgelehnt. Das ist ja gutes Recht oder so, aber man könnte auch einmal bei solchen Dingen sich gerade wieder zusammensetzen und sagen, vielleicht sind mehrere Maßnahmen möglich. Und ich fand den Vorschlag mit dieser Staatsanwaltschaft nicht so schlecht. Also die sind teilweise nicht so ausgerüstet. Und wenn man lokale Zuständigkeiten, wenn man dort zu der Behörde hängt, ist die vielleicht nicht in der Lage, das jetzt wirklich zu machen. Natürlich ist die Aufgabe des Staates, eine solche Infrastruktur herzustellen. Aber da kann man auch darüber nachdenken, wie bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, so eine Sache einzurichten. Und auch die NEOS müssen nicht gleich einen Vorschlag ablehnen. Ich glaube, das ist nicht das Thema, wo man die Kompetenz und in welcher Form man die Kompetenz der Staatsanwaltschaften stärkt. Ja. Ist ja nicht, kann man ja debattieren. Eben. Aber mehr zu sagen, es müsse jetzt eine eigene Staatsanwaltschaft her, das ist populistisch, schnell geschossen, das kommt gut an. Und daher muss man sagen, halt, diskutieren wir es einmal zuerst. Dann können wir es ja nicht ausschließen oder wollen es nicht ausschließen. Aber zu sagen, Anlassgesetzgebung, schnell eine Staatsanwaltschaft her, da bin ich ja dagegen. Vielleicht darf man da noch kurz anhängen, dass NEOS gestern gesagt haben, als dieser Vorschlag kam, dass es ein Ablenkungsmanöver der ÖVP ist, die nicht zufrieden ist mit der WKS. Der auch so hat NEOS halt gesagt. Ja, das ist ihre Sicht. Also, aber wie gesagt, Man kann den Konsens auch da suchen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade gesprochen von Spaltung und solchen Dingen. Streiten wir darüber. Ich glaube nämlich, so weit sind die nicht auseinander. Also die Spaltung ist woanders. Ja. Streiten wir drum. Ja. Streiten wir drüber, dann kommt was raus. Genau. Und ihr Vorwurf ist in die richtige Richtung gegangen. Darum habe ich das gut gefunden, was ich gesagt habe. Nämlich gegen die wirklichen Populisten. Und ob der Vorschlag jetzt so populistisch war, glaube ich gar nicht. Aber die sozusagen im Netz, wir wissen alle, was da los ist, also wirklich jeden Blödsinn verbreiten können und Dinge behaupten, die absolut abstrus sind. Ja. Und das geht bis in die österreichische Politik hinein. Ja. Da gehört die Linie gemacht. Ja. Aber ich glaube, die primäre Antwort ist, glaube ich, nicht eine Staatsanwaltschaft auf dieses Problem, sondern eine andere politische Kultur, wo man sich
wo man, wie gesagt, Leute unterstützt, die etwas wollen und etwas tun und wo man auch diese Konflikte, die es gibt, auf die Bühne hebt und ihnen auch ein Forum gibt. Ich glaube, dass in Österreich einfach diese Konflikte, die es in der Frage gab immer im Untergrund geblieben sind, in den sozialen Medien geblieben sind, aber nie auf die Bühne kamen, auf die öffentliche Bühne und dort in einer zivilisierten Weise ausgetragen wurden. Ich glaube, das ist viel, viel wesentlicher als die Frage, ob es jetzt eine Staatsanwaltschaft für Hass im Netz oder machen das die künftigen Staatsanwaltschaften. Das ist auch wichtig, aber es löst dieses Problem nicht. Gut, Regieren oder Opposition, das ist eine wichtige Frage, die sich für die NEOS stellt, aber durchaus überraschend eigentlich, obwohl wir schon öfter gehört haben, Beate Meinl-Reisinger will keine Neuwahlen. Wie sie das argumentiert, schauen wir uns jetzt an. Es wird Ihnen ja vielleicht auch aufgefallen sein, dass ich sehr zurückhaltend bin, wenn es um die Frage Neuwahlen geht. Das ist nicht, weil ich Angst davor habe, ganz im Gegenteil. Ich meine, wir würden da deutlich gestärkt rauskommen. Sie könnten ein Interesse daran haben eigentlich, ja. Wir könnten ein Interesse daran haben, aber ich tue mir sehr schwer in einer Phase, die ohnehin schwierig ist, sozusagen auch noch aktiv dazu beizutragen, vielleicht auch zu zündeln, dass es noch instabiler wird. Das ist übrigens das Letzte, was die Österreicher wollen und, glaube ich, auch das Letzte, was der Wirtschaft im Moment gut tut. Weil ich denke, wir haben alle miteinander eine Verantwortung, gemeinsam aus dieser Krise rauszukommen und gestärkt rauszukommen. Keine Neuwahlen, aber Beate Meinl-Reisinger verweist darauf, dass NEOS regieren können. Derzeit machen sie es in zwei Bundesländern, in Salzburg und in Wien. Bleiben wir mal kurz bei Wien. Wo sehen Sie denn da die pinke Handschrift? Naja, in Wien muss man fairerweise aber sicher vorausschicken, dass die SPÖ ca. 6-mal so stark ist wie die NEOS in Wien. Und das spiegelt sich natürlich im Machtverhältnis von Koalitionsparteien wider. Das ist ganz normal, das ist auch bei anderen Koalitionsparteien so. In Wien hat man sich so ausgemacht, dass die NEOS den Bildungsbereich übernommen haben und sich die SPÖ da mehr oder weniger auch raushält. Aber der Bildungsbereich ist natürlich ein Bereich, wo sich NEOS und SPÖ traditionell auch treffen können. Also da hat der Wiener Bürgermeister im Wahlkampf die Gratis-Ganztagesschule angekündigt, dass die NEOS jetzt auch umsetzen werden. Also da gibt es keine großen Konfliktlinien, wie das zum Beispiel bei der Wirtschaftspolitik wäre, zum Beispiel bei der Sonntagsöffnung, die NEOS in Wien sehr wohl fördern, die Gewerkschaft aber nicht möchte und die SPÖ daher auch auf der Bremse steht. Also da hat man schon Bereiche gefunden, so quasi das Beste aus beiden Welten, dass man sich da nicht widerspricht. Und die Grünen haben aber damals in Wien schon vorgezeigt, dass man auch als kleiner Koalitionspartner sehr wohl eine starke Handschrift zeigen kann. Und das war bei der Maria-Hilfer-Straße, bei der verkehrsberuhigten Maria-Hilfer-Straße. Und so ein Projekt ist den NEOS in Wien bisher noch nicht gelungen, so ein Leuchtturmprojekt. Von der Oppositionspartei zur Regierungspartei ist es formal vielleicht gar nicht so ein weiter Weg, aber inhaltlich dann oft schon. Man schert sich so ein bisschen ein als Kontrollpartei, als Oppositionspartei. Wir haben es schon öfter mal gesehen, tun sich viele schwer. Und im Übrigen tun sich auch viele schwer, wieder sich zurückzuentwickeln von der Regierungspartei zur Oppositionspartei. Was können denn Ihrer Meinung nach die NEOS besser? Ich war zufällig bei diesem 10-Jahres-Fest im Juni, das die NEOS da hatten in Simmering in einem aufgelassenen Fabriksgelände. Und war vorher auch bei einigen Parteitagen. Dort habe ich erlebt, bei anderen Parteitagen, eine gewisse Saturiertheit, also da haben sich die Funktionäre getroffen und haben sich auf die Schulter geklopft und haben sich gefreut, dass sie sich wiedersehen. Bei diesem Zusammentreffen haben wir gespürt, das sind Menschen, die brennen. Das sind junge Menschen, die haben irgendwie so eine Leidenschaft, was zu verändern. Insofern glaube ich, dass zumindest in der ersten Phase dieses Movens auch in eine Koalition hineinwachsen könnte. Wie man dann mit den Widerständen der Realität umgeht und ob man dann wirklich auch das Feuer bewahrt, ist eine offene Frage. Ich bin auch, was Wien betrifft, sehe ich auch die pinke Handschrift im Moment noch sehr blass. Auch möglicherweise ist es, wenn das mit einem größeren Schub in die Regierung geht, anders. Sie beobachten das schon lange, dieses Hin und Her. Sehr viel Hin und Her gibt es ja nicht, aber in den letzten Jahren dann doch immer wieder. Nützt sich Oppositionspolitik dann vielleicht doch irgendwann einmal ab? Natürlich, wenn man Meinl-Reisinger jetzt zuhört den ganzen Tag, ist es immer dieses Wir könnten es besser. Das ist klar, das ist die Oppositionsrolle. Ich möchte auch auf Wien ansprechen und so, weil es einfach so spannend ist. Du hast jemanden, der sagt, wir können es da besser, die Regierung ist da schlechter. Überall kommt Kritik. Und daher muss man da genau hinschauen, wie halten Sie es denn, wenn Sie selber mitregieren. Und da möchte ich
dem Pepo Fozzi recht geben, die Handschrift ist so sehr blass, und ihnen recht geben, die Frauen, die grünen Frauen, die vorher dort waren, haben den Bürgermeistern, den Roten, das Leben deutlich schwerer gemacht und deutlich mehr Profil gezeigt. Ja, so würde ich mir das auch eher wünschen, ja. Mitregieren Hans-Peter Haselsteiner hieße wohl in einer Dreierkoalition, entweder unter der Führung der SPÖ oder unter der Führung der ÖVP. Das hat sich Beate Meinl-Reisinger heute und auch in anderen Interviews in der Vergangenheit offen gelassen. Sie sagt zwar, die ÖVP müsse eventuell in die Opposition zurückkommen, sich dort ein bisschen neu zu sortieren, aber sie schließt es nicht aus mit der ÖVP. Was würde Ihnen denn besser gefallen? Naja, ich glaube, dass es eine Ampelkoalition hätte einen anderen Charme und einen anderen Reiz. Und ich glaube natürlich auch, die Unterschiede zwischen den Parteien könnte durch eine entsprechende Debatten- und Streitkultur überwunden werden. Ich glaube, das, was wir alle gemeinsam uns wünschen würden, ist, die unterschiedlichen Standpunkte sind da, sie sollen da sein, sie dürfen da sein. Wir müssen uns ausstreiten. Ja? Und wenn wir das tun, dann kommen wir auch weiter in der Politik, und dann ist es nicht so unversöhnlich aufeinanderprallend. Ja, weil wenn die Menschen zusammensitzen und die Diskussion pflegen, den Disput, das Streitgespräch, dann, glaube ich, würde es einer demokratischen Entwicklung sehr gut tun. Weniger ausstreiten müsste man sich vermutlich mit der ÖVP, zumindest das, was die Wirtschaftspolitik anbelangt. Gesellschaftspolitik ist wieder was anderes. Ja, ich sehe das auch in der Wirtschaftspolitik. Sehen Sie es anders? Nicht. Nein, also ich glaube, dass es nach wie vor ist die soziale Marktwirtschaft als Überbegriff gültig. Wir wollen den sozialen Ausgleich, und wir wollen die wirtschaftliche, nicht nur auf die wirtschaftliche Freiheit, die unternehmerische Freiheit, sondern wir wollen auch die Balance. Und ich glaube, dass das mit den Sozialdemokraten auf jeden Fall gleich gut ginge, als wie es mit den mit der ÖVP ging. Und ist das Mehrheitsmeinung auch bei den Neos? Ich hoffe, dass ich, wenn ich eine Parteitagsrede hielte in diesem Zusammenhang, heftig applaudiert würde. Gut, dann bedanke ich mich für heute mal für die Analyse. Vielen Dank. Das waren die ersten Sommernachgespräche 2022 in ORF3. In einer Woche geht es dann weiter mit der Analyse des Sommergesprächs mit Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Dann wird unter anderem die frühere grüne Bundessprecherin Eva Klawischnik da sein. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend, eine gute Nacht, und sage danke fürs Zuschauen.